Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir das perfekte Herbst-Halloween-Bild schießen. Mit der Hilfe eines Kürbisses. Also, ich bin hier einfach mal zum See gefahren und was ist mir direkt hier an diesem Spot aufgefallen? Der umgekippte Baum, die Herbstfarben dieses Baums und der See natürlich. Also habe ich den Kürbis so positioniert, dass ich alles in meinem Bild drin habe. Ich werde mal sehen, wie das funktioniert. Ich werde jetzt digital und analog versuchen, eine Langzeitbelichtung zu machen und nehme euch einfach mal Schritt für Schritt mit. Also, bis gleich! So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich mein Setup aufgebaut habe. Also, hier oben haben wir noch den Herbstbaum mit drin, dann hier den umgekippten Baum und hier vorne den Kürbis. So könnte man das Bild jetzt schon machen und das würde sicherlich richtig gut aussehen. Ich möchte aber eine Langzeitbelichtung machen und was auch immer cool kommt, wenn man ein Panorama macht, beziehungsweise von hier zum Beispiel ein Bild, mittig ein Bild und noch etwas weiter nach links und das dann in Lightroom zusammenfügt. So Leute, ich habe natürlich noch Filter benutzt, um dieses Foto zu machen. Und zwar vorne habe ich mein Haida Filterset raufgeschraubt bzw. montiert und habe hier einen 1000-fach ND-Filter benutzt, kombiniert mit einem Polfilter, den man hier rein und rausschieben kann und hier oben an einem Rädchen einfach dann einstellen kann, auf was er sich richtet. Erst habe ich es aufs Wasser gerichtet, das hat mir aber nicht so gut gefallen, also habe ich lieber ihn auf den Himmel positioniert und so hat es auf jeden Fall die Farben nochmal deutlich verstärkt, wie man hier auch gut erkennen kann. So Leute, als nächstes werden wir das Ganze auch nochmal analog probieren. Ich werde versuchen, auch hier mit einem ND-Filter zu arbeiten und mit Hilfe einer App die perfekte Belichtungszeit bemessen. Ja Leute, analog ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich mir hier, wie gesagt, die App zur Hilfe genommen, habe die Belichtungszeit, die jetzt bei einem normalen Foto entstehen würde, dort eingegeben, den ND-Filter eingegeben, den ich benutze, das ist ein 10-fach ND-Filter, auch hier wieder, und die App spuckt mir dann die korrekte Belichtungszeit aus. Mal gucken, ob es was wird, denn die Fotos müssen natürlich erstmal entwickelt werden, bevor ich das Ergebnis sehen kann, aber hier auch wieder der Aufbau des Spots. Ähnlich wie eben, und zwar hier im Vordergrund habe ich wieder den Kürbis genommen und natürlich hier der Baum. Ja, so sieht das alles aus der Perspektive aus. Hey Leute, auch die analogen Shots jetzt im Kasten. Leider hat mir ein Zwischenring gefehlt, um den ND-Filter direkt in das Filtergehäuse zu schrauben. Demnach musste ich ihn ranhalten. Mal gucken, ob das was geworden ist, aber das oder die Ergebnisse werde ich euch natürlich auch jetzt mal einblenden und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß, geht raus und macht euer perfektes Herbstbild. Ciao, ciao.